wieder hochkommen. Welches Mittagessen? Jetzt wärst du wohl auch noch frech, was? Wieso kann denn Oliver nicht auch mal den Putzdienst übernehmen? Oliver ist in der Besenkammer und sitzt seine Strafe. Außerdem muss er Herrn Sauerkohl in der Leichenhalle helfen. Du weißt ganz genau, dass Herr Sauerkohl jemanden braucht, der ihm hilft beim Waschen und Anziehen der Leichen. Und was ist mit Noah? Noah braucht seine Ruhe und muss sich auf die Schule konzentrieren. Außerdem ist er so sensibel, den Anblick der Leichen, den würde er einfach nicht aushalten. Boah, geil, ich habe gerade eine ganze Zombie-Armee erledigt. Diese Hackfressen habe ich erledigt. Jedem habe ich im Kopf eingeschlagen. Was spielst du denn gerade, schönes Kleiner? Zombie-Battle-Massaker. Oh, klingt ja spannend. Denk aber daran, dass du noch dein Zimmer aufräumst. Ja, ist gut, Mami. Ich spiele noch das Level zu Ende. Und du zieh zu, dass du fertig wirst. Wie du weißt, sind wir heute Abend beim Bürgermeister eingeladen. Dürfen wir dann mit? Mit wir meinte ich Herrn Sauerkohl und Noah. Du und Oliver, ihr bleibt zu Hause. Einer muss ja aufs Haus aufpassen. Keine Ahnung. Mit Sicherheit kommt sie nicht vor Mitternacht nach Hause.
danke. Ich habe für dich darauf aufgepasst. Oh, danke, Charlotte, danke. Was würde ich nur ohne dich machen? Du würdest wahrscheinlich verhungern. Was schreibst du eigentlich in dein Tagebuch? Hauptsächlich Erinnerung an schöne Zeiten. Schöne Zeiten? Wann hast du je schöne Zeiten erlebt? Noch nie, glaube ich. Aber ich denke sie mir aus und schreibe sie auf. Und wenn ich es dann wieder und wieder lese, habe ich das Gefühl, dass es wirklich passiert ist. Liest du mir etwas vor? Thank you.
Und jetzt verzieh dich. Lass uns in Ruhe frühstücken. Ja, Toast und Schinken. Viel Schinken, du dumme Gans. Lecker. So, aber jetzt. Was ist mit dem Toast? Da liegt noch ein Stück. Kein Hunger mehr. Charlotte, bring nur das Teller in die Küche. Bisschen schneller. Ich habe gesagt, in die Küche. Und die Reste, die ich übrig gelassen habe, die kannst du in den Biomüll schmeißen. Oliver, mach dich fertig. Herr Sauerkohler wartet dich in der Leichenhalle. Frau Sauerkohl. Was? Ich kann das nicht mehr. Was kannst du nicht mehr? Das mit den toten Menschen, das Waschen und Anziehen, das Herrichten für die Beerdigung und die Trauerfeier. Ich kann das nicht mehr. Ich mach